Hallo meine lieben Juris, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Rot. Ich wollte gerade The Binding of Isaac sagen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen nachgespielt, bis zur Ebene 25 vor die Treppe und oh Gott, war das ätzend. Ich habe jetzt einfach mal unser Arktos genommen, weil Pulverschnee und so. Endlich weg hier. Yay! Du bist... Bist du vielleicht gekommen, um mich zu retten? Ja, es wird schon wieder. Mein Flügel ist noch verletzt, aber... Ich kann gehen. Oh, porten wir uns mal hier raus. Ah. Zwei relativ riesige Pokémon. Oh Gott. Latias! Latios! Oh... Du lebst. Unglaublich. Es tut mir so leid, dass du dir solche Sorgen gemacht hast. Ach, ist das wundervoll, so anrührend. Danke, dass ihr meine Schwester in Sicherheit... Dank euch ist meine Schwester in Sicherheit. Ehrlich gesagt war ich kurz davor aufzugeben. Doch jetzt sind wir wieder vereint. Vor Freude fehlen uns die Worte. Wir schulden euch so viel Dankbarkeit. Vielen Dank. Also wirklich. Es ist sogar ein wenig peinlich, wenn du so etwas sagst. Aber wir haben kein Geld und keine Möglichkeit, unsere Dankbarkeit auszudrücken. Deswegen, und das ist das Mindeste, was wir tun können, dürfen wir eurem Retterteam beitreten. Ja, klar! Wie? Wir wollen eurem Team Tails beitreten und euch unterstützen. Wäre das möglich? Wärt ihr bereit, uns in euer Retterteam aufzunehmen? Sora, was machen wir? Sollen wir Latios und Latias aufnehmen? Na klar, ich liebe dieses Duo einfach so sehr. Vielleicht liegt es doch am Film, den ich geguckt habe. Ja, klar. Gut, von nun an gehört ihr zu unserem Retterteam. Schön, euch dabei zu haben. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Wir freuen uns, euch beizutreten. Und so, Latios und Latias gehören nun zum Team Tails. Yes! Latios, ich habe mir gar keine Namen überlegt. Ich hab mir gar keinen Namen überlegt. Ich bin nicht jetzt A. Nein. Ich hab was. Alphabet. Dich nenne ich Apollon, Apollo, nach dem griechischen Gott, war auch griechisch hoffentlich, Apollo, und Latias bekommt Hera. Obwohl ich so bei Hera, also den Namen Apollo und Hera, ich bin so ein kleiner Battlestar Galactica-Fan, deswegen Hera auch okay. Yes! Und, ja, Arktos ist am Schlafen. Scheiß auf Arktos, niemand braucht dich mehr. wen möchtest du besuchen? Ich möchte gerne... Also, Hera und Apollo sind nicht sehr groß. Wir wechseln jetzt einmal auf Zora. Komm du mal zum Team wieder. Du wartest am besten nochmal hier und kommst dann zum Team. Und wirst dann der Anführer. Wir zögern das Ganze ein bisschen heraus. Gehe ich nochmal zu unseren drei Vollspasten hier. So. Und als nächstes war das relativ dumm. Apollo besuchen. Und die beiden leben hier auf der Südinsel. Oh Gott, ich mag diesen Ort. Zum Team. Kommst du auch noch? Jawohl. So. Jetzt bin ich zufrieden. Was kannst du? Bericht Level 30. Drache Psycho. Schwebe. Attacken. Psywelle, Memento Mori, rechte Hand und Bodyguard. Die beiden sind recht voneinander eingestimmt. Also es ist darauf abgesehen, dass die beiden immer zusammen sind. Psywelle, Wunschtraum, rechte Hand und Bodyguard. Aber ihr wartet hier.
Unser Abenteuer ist schließlich noch nicht zu Ende. Denn wir haben noch eine weitere Aufgabe, die ich lieber vorher machen würde, bevor ich in die Riesenschlucht gehe. Dafür muss ich aber erstmal was überprüfen. Hallo Simsala. Ich höre von einer seltsamen Wetteranomalie, die nur ein bestimmtes Meer betrifft. Das heißt, ein Strudel im Meer verbindet sich mit einem kolossalen Tornado im Himmel. Es sei in der Nähe des Partnerreals legendäre Insel. Bis jetzt hat die Anomalie keinerlei Schäden verursacht, dennoch bin ich darüber besorgt. Die legendäre Insel gehört zu deinem Team. Wirst du zu der legendären Insel reisen und die Vorgänge dort untersuchen? Ah, gut, du nimmst den Job an. Ich hoffe mir das Beste von dir. So. Und wir wollen mich gucken, was bei unseren drei Vögeln los ist. Bei unseren drei Göttern. Ich möchte gerne Thor besuchen mal, weil er fühlt sich mal so alleine. Huch, was ist denn hier los? Lavados? Zapdos? Und Arktos. Nanu? Was haben wir denn da? Feuer, Eis und Elektrizität. Wenn diese drei Kräfte miteinander verschmelzen, erhebt sich der Mächter des Meeres. Unsere Ankunft auf der legendären Insel. Wir drei haben unsere Gegenwart den Wächter des haben mit unserer Gegenwart den Wächter des Meeres geweckt. Deswegen wachsen die Strudel zu Tornados an. Ich habe hier den Vortexstein. Wenn ihr ihn tragt, könnt ihr durch die Tornados des Meeres schreiten. So gelangt ihr zu einem Ort namens Silbergraben. Dort findet ihr den Wächter des Meeres. Geht jetzt. Der Wächter des Meeres erwartet euch. Yay, Vortexstein erhalten. Und der Silbergraben steht offen. Yes. Das mit den Illusion-Pokémon, das sind, also ich habe mich da so ein bisschen vertan. Es gibt nämlich noch was, das ich unbedingt noch machen möchte. So, ich räume einmal meine Sachen weg. Mein ganzen schlampiges Zeug hier. Ich konnte mich nicht mehr retten. Was möchtest du lagern? Das Kraftband? Nee, ich habe genug davon. So, dann noch die Äpfel hier. Top-Elixiere, ein Flea-Orb und das Sog-Orb lege ich auch mal rein. So, also die Sog-Orbs sind relativ gut für die Solarhöhle, deswegen nehme ich die immer gerne mit. Hallöchen! 3606, wow. Also ich bin schon wieder pleite, weil ich zwei Partnerareale gekauft habe. Ja. Zwei Partnerareale. So, hallo! Seid ihr schon? Nein, ihr seid noch nicht hier. Schade. Ich habe es schon mal einmal versucht mit Arktos im Grubental, allerdings habe ich da ein Wablu gerettet, das mir relativ alles versaut hat. Also das Wablu hat sich mir angeschlossen und ich muss das die ganze Zeit beschützen und irgendwann bin ich selber draufgegangen an einem Myanmar. Was mache ich hier eigentlich für einen Ranz? In dieser Folge mache ich nicht mehr viel, ich mache gleich einen Retterauftrag. Aber ich weiß noch nicht was. Obwohl, ich könnte mal was an der Pinnwand überprüfen. Stimmt. Weil es gibt einen Auftrag, auf den ich warte. Den würde ich gerne machen. Aber ich weiß nicht, ob ich den schon kriege. Sturmmeer, Magmahöhle. Und da muss ich einmal ganz kurz an die Tür. Ich lasse die Aufnahme einfach laufen und mache dann so 20, 21 Minuten. Tut mir leid. Aber das ist relativ wichtig gerade. Ich hoffe, dass mir nicht gleich alles auseinanderfällt.
Na komm, Mikrofon. So. Jetzt noch in die Kopfhörer rein und alles ist wieder in Ordnung. Tut mir wirklich leid, aber es war relativ wichtig und da fallen mir meine Kopfhörer auseinander. Sehr professionell heute. Naja, was soll's. So, habe meinen Stuhl nochmal richtig eingestellt, weil mein Stuhl mag mich nicht. So, was wollte ich machen? Werde ich mir nicht. Naja, egal. Ich mache eine Rettungsmission, um in so einem Briefkasten zu lernen. Neue Maschinen? Neuer Maschinentyp entdeckt. In einer kürzlich entdeckten Höhle wurde ein neuer Typ technischer Maschinen entdeckt. Offenbar zerbrechen sie nicht nach einer Anwendung. Angeblich soll dieses Phänomen weiter untersucht werden. Die Höhle wird den Namen Solarhöhle erhalten. Nanu? Ich wollte jetzt eigentlich nicht so eine große Mission machen. So für die letzten 5 Minuten. Eigentlich. Ist relativ doof. Was heißt die letzten 5 Minuten? Sturmmeer, Magmahöhle. Ich mache die einfach mal. Ich muss eh zur Riesenschlucht. Und da ich den Part eh länger mache, naja. Ich nehme einen Apfel und einen Top-Elixier mit, das sollte reichen. Das war das Falsche. So. Ich hätte gerne einmal ein Top-Elixier und nehme mal einen Riesenapfel mit. Wie gesagt, ich wollte einen Riesenapfel mitnehmen. Dankeschön. So. Vielen Dank, mein Süßes. Das merke ich erst jetzt gerade. Oh, ein Kangaroo nennt mich süß. Das wird Zoras großes Abenteuer in der Riesenschlucht. Alleine. Weil er keine Freunde hat. Weil wir keine Freunde haben. Gib nur einen Daumen hoch. Für jeden Like kriegt Zora einen weiteren Freund. Nein, sowas. So, nein. Ey, komm, hau ab. So spare ich mir meine AP. Auf der Ebene 9 war das. Ihr Flammenwurf, was ist das? Und du auch noch einen. 390, oh. Ich wähle mal den Kratzer nochmal aus. Komm mal hier hin. So, weg mit dir. Auch Kleinvieh macht Mist. Wir werden verfolgt und hier liegt ein Top-Elixier. Warum liegt hier ein Top-Elixier? Komm mal her, Funpi. Kriegst einen rein. Oh nein, er kann ein Igler. Was sollen wir nur... Oh. Never mind. Nein, Rutenschlag. Vielleicht könnt ihr jetzt endlich Schaden machen. Ich hoffe mal, ich finde nur die Treppe schnell. Dankeschön. Man muss es nur heraufbeschwören. Gehst du bitte da hoch. Dankeschön. Ich bedanke mich relativ oft. Das ist auch so eine Sache, die ich heutzutage kaum noch sehe. Man nimmt einfach nichts mehr wirklich an. So. Man bedankt sich kaum noch. Also man sagt kaum noch bitte. Man bedankt sich nur noch selten. Also, ich bin Raucher, stehe ich auch zu. Und dann merke ich das immer wieder, so, kann ich mal eine Zigarette haben? Das höre ich immer wieder, oder gib mir mal eine Zigarette. Und das ist, nee, also ich kann, klar, ich kann es verstehen, wenn jemand mal irgendwas vergessen hat oder sowas. Und ich bin, also, da ich ja selber rauche, ist das gerade ein relativ gutes Thema. Also, ein gutes Beispiel. Rauchen ist ungesund, ne? Also, fangt nicht an zu rauchen. Ich krieg auch Anfälle deswegen. Auf jeden Fall höre ich so selten ein Bitte. Also manchmal verstehe ich das nicht mehr. Bin ich zu alt für diese Welt? Also ich wurde erzogen, mir hat man nicht mal geantwortet, solange ich nicht mal Bitte oder Danke gesagt habe. Ich hab die kalte Schulter bekommen und das war's. Also, ja, meine Kindheit war relativ streng. Ich kann mich noch dran erinnern. Noch Kapilz. Ich kann mich noch an Kapilz erinnern. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern. Schließlich ist es meine Kindheit. Da konnte ich mir gar nichts erlauben, so ziemlich. Meine Eltern waren relativ streng, zumindest mein Vater. Meine Mutter war halt ein bisschen zurückhaltender. Auf jeden Fall war mein Vater relativ streng. Es hieß immer Viertel, also in der Woche war um Viertel nach acht, also 20.15 Uhr,
war bei mir Bettzeit. Bis ich 12, 13 war? Vielleicht sogar 14. Nee, 15. Bis 15 war das sogar so. Nein, ich möchte keinen Kramhaus. Und dann wurde das ein bisschen gelockert. Dann durfte ich, also, das war jetzt in der Woche. Freitags war es natürlich ein bisschen was anderes, weil das Wochenende war. Deswegen durfte ich bis 8:15 wach bleiben. Weil ich habe damals total gerne Super RTL geguckt als Kind. Auch mit 15 noch. Und durfte dann freitags gab es halt immer diese kleinen Spielfilme auf Super RTL. Was war das alles? Oh, irgendein Mickey-Maus-Film oder sowas. Oder entweder so mal ein Anime-Film, zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberreich. Habe ich damals total gerne geguckt. Das ging immer bis 8:45. Und dann hieß es für mich ins Bett. Ich war dann auf dem Internat. Das war ich dann mit... So, da war ich mit... Mit 13 war ich dann sogar da. Also mit 13 war ich im Internat, bis ich 16 war, ja. Und da war es auch ein bisschen strikter, also auch weiterhin 7:45. Am Wochenende 8:45. Und das wurde später dann ein bisschen gelockert auf 22:15 Uhr, meine ich. Für die Älteren, sag ich mal. So, das war meine Kindheit. So wurde ich großgezogen mittlerweile jetzt. Bin ich froh, wenn ich um 12 Uhr mittags ins Bett kann. Bei mir fängt auch bald die Berufsschule wieder an. Also ich bin ja in meiner Ausbildung als Community Manager bei einer Spielefirma. Und deswegen bin ich froh, wenn ich mittags schon ins Bett kann, weil ich die ganze Nacht durcharbeite. Es ist ein toller Beruf. Also ich arbeite mit relativ vielen Leuten zusammen, also indirekt. Ich bin halt dafür da, dass eine gesamte Community läuft. Events und sowas. Also das, was Leute freizeitmäßig auf, ich sag jetzt mal, Minecraft-Servern machen, mache ich vom Beruf her nur in großer Sache. Ich bin eigentlich nur ein Verkäufer. Ups. Ich verkaufe halt mein Spiel. Und ich habe schon, ich kam ja mit 16 aus dem Internat raus. Also Schulabschluss in der Tasche und naja, das war so wirklich meine Zeit, wo ich angefangen habe, Online-Spiele zu spielen. Und mein kleiner Bruder hat mir dann einmal Minecraft gezeigt. Am Anfang dachte ich mir so, hä? Ja, ist ja wirklich Minecraft. Auf jeden Fall hat mir dann Minecraft gezeigt. Er hatte dann so einen kleinen Privatserver für sich alleine, so einen Hamachi-Server. Da durfte ich ja mitspielen und so kam ich das erste Mal wirklich in eine Online-Community, auch wenn es nur mein Bruder war und ein paar Freunde von ihm. Ich kam erst frisch wieder nach Hause nach 3 Jahren. Und naja, meine ganzen Freunde waren weggezogen und alles. Ich kannte niemanden mehr, mein ganzes Zuhause hat sich einfach verändert in diesen 3 Jahren. Mein bester Freund ist weggezogen. Das war halt ein relativ großer Schlag für mich, allerdings habe ich mich dann sozusagen in Online-Spielen hochgearbeitet, also in der Online-Community. Ich habe vieles dazugelernt. Wo ich angestellt bin und sowas, das könntest du mal bitte aufhören. Wo ich angestellt bin, möchte ich gerne für mich behalten, weil so ein bisschen Privatsphäre hätte ich schon gerne. Jedenfalls habe ich angefangen auf einem Minecraft-Server, der war relativ groß. Ich will es jetzt mal guten Freund nennen, den kenne ich jetzt, seit ich 11 bin, nur durch ein Online-Spiel. Wir haben damals angefangen, Seafight zu zocken, ein Browser-Game von Bigpoint. Marketing-Werbung. Hat er mich dann gebeten, also hat mich angeschrieben über Facebook. Das war das erste Mal, ich Facebook hatte. Heute... Also damals, das war die Zeit, wo Facebook noch so war, ne, wo man nicht ausgelacht hätte. Damals waren sie noch alle auf Schüler-VZ und alles. Hatte mich angeschrieben, gefragt, hey, du hör mal, spielst du Minecraft? Ich so, ja. Und hat er mich gefragt, ob ich ihm helfe, so einen Berg abzutragen, weil der auf einem Online-Server so eine Stadt bauen wollte mit ein paar Freunden. Ist ja kein Problem, kann ich machen. Und bin relativ schnell in das Server-Team gekommen als Supporter.
Das hieß für mich eigentlich nur Usern den Server zeigen und alles, und ich glaube, ich habe gerade die Quest verkackt. Was hatte ich eigentlich immer für eine Mission? Triff Xato. Achso, ich hab die Quest nicht angenommen. Ach, verdammt. Bitte hast kein Feuerfänger, bitte kein Feuerfänger, verdammt. Kann ich irgendwas... Ja komm, wir trinken mal ein Top-Elixier einfach mal. Wir haben ja hier welche gefunden. Bitte keine Verbrauch... Natürlich. Ich sag mal. So. Na komm. Jedenfalls war ich dann Support auf diesem Minecraft-Server und hab relativ gut mich um die User gekümmert. Also, ich weiß nicht, ob ihr Minecraft spielt. Wenn ja, kennt ihr das sicher. Man kriegt ein Tutorial vor die Nase gesetzt, macht das durch und dann wirst du freigeschaltet und alles. Das gab's damals noch nicht. Das war noch die 1.6 Beta. Und da hieß es noch, du musst die User von Hand einweisen. Also du musst es wirklich denen den Server zeigen und sagen, ja, hier kannst du das und das bauen. Das war sogar so ein Server. Da wird dir sogar noch das Minecraft-Spielen beigebracht, falls du keine Ahnung von der Bedeutung von Minecraft hast. Und wow, das Gift ist relativ ätzend, merke ich gerade. Ich sterbe hier noch. Ich sehe schon, die Treppe ist da rechts oben. Jedenfalls bin ich relativ schnell dann auch aufgestiegen, war dann Moderator und hatte dann das erste Mal wirklich Führungsrechte und konnte dann Supportern sagen, hey du, hör mal, mach du das mal oder sowas, dann muss ich mich auch um größere Sachen kümmern, zum Beispiel Teamsitzungen und alles. War relativ schwer. Schwer würde ich das jetzt nicht nennen. Es war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Ich saß da wirklich mit einem Freund da zusammen. Also ich habe da jemanden kennengelernt, ne? Meine große Liebe und so. Nein. Den guten Malte. Malte hieß der Mann. Er ist im selben Alter wie ich gewesen. Und wir saßen dann wirklich nachts zusammen. Also ich sag jetzt mal um 2 Uhr nachts. Und haben uns dann noch Sachen überlegt für diesen Server. Was wir machen können, wir haben noch über User diskutiert, die negativ aufgefallen sind oder so, und haben uns dann überlegt, wie wir das besser machen können, dass die nicht mehr so viel Blödsinn machen. Er war vor mir Supporter, ich bin dann nach ihm als Supporter reingekommen, also er hat mich dann auch so sozusagen vorgeschlagen, dass ich mit supporte. Also er war sozusagen immer mir einen Schritt voraus und meinen On, so. Der mich überhaupt auf diesen Server gebracht hat. Er hieß Dennis. Er war auch gut, deswegen habe ich ihn auch ins Supporter-Team geholt. Was gibt es? Welchen Grund hast du mich aufzusuchen? Das ist eine Klarfeder. Ich verstehe, das Illusion-Pokémon. Darüber soll ich erzählen. Das Illusion-Pokémon, ich weiß nur wenig darüber. Dennoch, es gibt Pokémon, die leben, atmen und gedeihen mit dem Herzschlag der Welt. Sie wüten, wenn ein Vulkan zornig ausbricht. Sie singen im Duett mit dem Grollen des Donners, rennen mit dem Nordwind um die Wette. Man sagt, sie seien Schatten des Illusion-Pokémon. Im Nordwesten liegt eine große Insel. Eine Insel, die Dreifeld genannt wird. Dort existiert ein Feld, das Feuerfeld. Eines der Pokémon, ein Schatten der Illusion, lebt dort. Der Weg führt zum Feuerfeld. Die Antwort, die gesucht werden. Vielleicht warten sie dort auf den Suchenden. Yes! Ja, es gibt nämlich 3 neue Pokémon, die ich noch einsammeln muss. Auf jeden Fall, ist jetzt der Part ein bisschen länger geworden, weil ich kurz weg musste. Kein Problem und... Ich war gerade relativ im Erzählrausch. Auf jeden Fall, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir noch eine kleine Bewertung. Ich erzähle gleich ein bisschen noch was von meiner Kindheit und alles. Sehe ich im nächsten Part. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Bis dahin.